jetzt wiederholen wir die Definition. Okay, das kannst du schon. المفروض نكون اتعلمنا فليكس هنزيبن المعلومات دي كلها. Das Fragewort wo نسأل بيها عن المكان. Means where. Wo lernt ihr? Wir lernen im Kinderzimmer. Okay, يعني wo بنجاوب بحرف جر أو بريبوزيشن im. Was macht ihr im Garten? Wir spielen Ball. Was macht ihr im Malezimmer? Wir malen. Was macht ihr in der Küche? Wir kochen und so weiter. Was gibt es in? Es gibt noch immer Akkusativ. Okay? Und means there is. Was gibt es in Kairo zum Beispiel? Es gibt einen Bahnhof, eine U-Bahn und eine Schwimmbad. Super. Und hier, wie kommst du zur Schule? Das Fragewort wie. Wie kann ich das Fragewort wie verwenden? Als Tagdimazdei. Tagdar fi igabeti von andi Adjektive. Zum Beispiel, wie ist dein Haus? Mein Haus ist groß. Mungkin hadda kan yuli, mein Haus ist klein. Yib ana bidi, bas tagdimha fil wasf. Tamam? Tab waqdar istagdimha bardu fi wasf shi. Aw waqdar istagdimha fi sual an tariqit haja muayyan. Zay di masalan. Wie kommst du zur Schule? Und ازاي بتيجي المدرسة؟ ها؟ mit dem Fahrrad. خلاص؟ هنا بقى في الجملتين الأخرانيين بيسألك فيهم عن ال possessive pronoun. اوكي؟ Das ist damit. ده كده ولا ده هو؟ Das ist damit. Das sind الحاجات بقى اللي جاية دي بتاعته هو. Sein Computer und seine Brille. يعني ده الكمبيوتر بتاعه والمنظورة بتاعته. طب لما نقول ميتشن بقى زي ما اتعلمنا مع بعض، أما أقول داس إيست أنا، داس دي إيرة شول تاشا ودي إيه فغات، دي شنطتها وإيه والعجلة بتاعتها. يبقى هنا قدرنا نفرق ما بين البوستيف برنومج وده بوستيف أرتيكل. ميت ها إيه هنقول زين وند ميت دي زاغن هي إيه. تمام؟ نسمع مع بعض هنا الجديشة الجميلة دي خلاص ونحاول نفهمها. لو فهمناها هنعرف مع بعض welches Fenster passt zu welcher Seite. تمام؟ يلا los geht's. هنا الـ2 جديشة اوكي عند الـ2 هويزر. من خلال اللي احنا هنسمعه دلوقتي هنقدر نحدد الـ دي passt zu Okay? Ja. In meinem Haus, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. Und wenn du willst, dann öffne ich die Tür und lass dich ein. In meinem Haus, da lache ich, da weine ich, da träume ich. Und wenn ich will, dann schließe ich die Tür und bin allein. Okay, super. Noch einmal. Hören wir zusammen noch einmal. Schau, ich habe gesehen. Welche Zeile passt zu welches Fenster? Okay, noch einmal. In meinem Haus, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. Und wenn du willst, dann öffne ich die Tür und lass dich ein. In meinem Haus, da lache ich, da weine ich, da träume ich. Und wenn ich will, dann schließe ich die Tür und bin allein. Okay, super. Anna, ist jetzt vorhin? Ich tue, wo war denn das Problem? Inshallah, in der Lehre der Klasse, Anna, ich sage mal, ich will ja, ich will zeigen, ich will das Problem. Ich bin Fan. Mein Zimmer ist nicht groß, aber hell. Ich habe ein Bett, einen Schreibtisch und einen Schrank. Natürlich habe ich auch einen Computer.
Wie ist Bens Zimmer? Wie? Wie بنسأل بيها عن ها وعن الوصف. Mein Zimmer ist nicht groß. Ha? يبقى هتقول بقى sein Zimmer ist nicht groß, aber hell. Was hat Ben in seinem Zimmer? Was hat er? Er hat ein Bett, einen Schreibtisch und ein... Richtig oder falsch? Bens Zimmer ist groß? Nein. Er hat kein Bett? Nein, aber er hat, ich habe ein Bett. Ben hat einen Schrank? Ja, richtig. Okay, wähle aus. Das Haus, drei Zimmer. هنا كان عوض ازاي؟ يلا افتكروا معايا. Das Haus الكلمة الأرتيكل الخاص بيها das تبقى اس واس هتاخد على طول خط. سارة learned الكندرزي. يبقى سارة learned. Dear spielt im Bad. طبعا dear هتبقى spielt. Richtig. Nummer 4. In München gibt's Bahnhof. يلا فكروا معايا. Bahnhof ارتكل دير يعني في المشتمت ارتكل اين في المشتمت ارتكل اين und hier gibt's macht ها akkusativ so wähle ich einen aus. اوكي okay. Es gibt U-Bahn ارتكل U-Bahn die U-Bahn so wähle ich einen aus. اوكي okay. Jetzt habe ich einen Dialog. A. Wie ist dein Zimmer? Mein Zimmer ist klein. Okay. Was hast du da? Ich habe einen Stuhl, einen Schrank und eine Lampe. Wo rührst du die Musik? Ich rühre Musik im Wohnzimmer. Hast du ein Malzimmer? يجبت هنا تكون ها انت بدر يا ودر نايم يا زوبا. يبقى هنا اقدر اعمل اسئله واعمل اجابات بطريقه سهله جدا. تمام. Was gibt es in Freising? Höre zu, wähle aus. Freising دي عباره عن شقق. الشقق دي المفروض ان احنا هنسمع فيها وهناخد بيرن عليها. اوكي؟ Los geht's! Liebe Hörerinnen und Hörer, heute stellen wir euch eine Stadt in Deutschland vor. Julia erzählt. Meine Stadt heißt Freising und liegt nicht weit von München. Freising ist nicht groß, aber auch nicht klein. Es gibt große Straßen und viele Plätze. Aber es gibt keine U-Bahn. Es gibt nur Busse und Züge. Und es gibt einen Bahnhof. Die Stadt ist sehr grün. Es gibt einen Park im Zentrum mit vielen Blumen und Bäumen. Die Menschen gehen im Park spazieren. Die Kinder spielen. Freising ist sehr alt. Es gibt viele alte Häuser und die sind sehr schön. Die Stadt hat eine Universität, ein Gymnasium und vier Grundschulen. Viele Menschen in Freising machen Sport. Sie fahren Fahrrad, spielen Basketball oder Tennis. Oder sie schwimmen. Es gibt ein Schwimmbad. Es ist ganz neu und richtig toll. Ich mag meine Stadt. Ich wohne gern hier. Okay. Es gibt einen Platz oder viele Plätze? Ja, richtig. Viele Plätze. Julia sagt, dass Freising eine U-Bahn oder keine U-Bahn hat. Ja, richtig. Keine U-Bahn. Es gibt einen Bahnhof. Gibt es in Freising einen Park oder drei Parks? Ja, richtig. Nur einen Park. Gibt es in Freising Schule? Ja, es gibt vier Schulen. Gibt es in Freising ein Schwimmbad? Ja, es gibt ein Schwimmbad. Sehr leicht. Und jetzt
Wo wohnst du? Was gibt's da? Mach eine Liste. Beschreib dann deinen Wohnort. Und احنا هنا هنجاوب على ثلاث حاجات. Wo wohnst du? هتكتب انت ساكن فين. Was gibt's da? المكان اللي انت ساكن فيه ده ايه الحاجات اللي موجوده فيه. Und beschreib dann deinen Wohnort. ووصف لنا المكان اللي انت ساكن فيه. المفروض كل واحد هيكتب عن sein Wohnort. اوكي ولا sein Wohnort. Jetzt schreibe ich über meinen Wohnort. Meine Stadt ist groß und schön. Die Häuser sind neu. Von Anfang an werde ich sagen, was gibt es da? Es gibt viele Schulen und Straßen. Es gibt auch einen Zug und einen Bahn. Aber es gibt kein Schwimmbad und keine Straßenbahn. Okay, alles klar? Jeder schreibt seinen Wohnort und schreibt ihn, okay?